Bonjour, edle Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Medieval 2 Total War Stainless Steel. An meiner Seite begrüße ich Ralf. Salut mes amis, ça va? Salut, und ich bin Maximilian. Und wir werden heiraten, also die zwei da zumindest. Ja, genau. Amaury de Villaret und Beatrix de Mortemer werden... Beatrice spricht man es, glaube ich, sogar aus. Ach, keine Ahnung. Ist ja egal, auf jeden Fall heiraten die jetzt so. So, Rundenbericht. Aber ich glaube nicht, dass das ein französischer Name ist. Beatrix? Wenn überhaupt Beatrice. Ja, Beatrice ist, glaube ich. Ah, es, ja, ist, es ist auf jeden Fall Sexy Trixie und... Es ist der Saupreis. Ja, Bastio, genau. So, ja, wo sind wir denn das letzte Mal, als wir aufgenommen haben? Es ist schon wieder 100.000 Jahre her, gefühlt. Ich belagere London. Wir haben den, wir haben ja den, hier, den Genuesen ganz schön auseinandergenommen. Ja, endlich, er hat jetzt nur noch eine einzige Siedlung und die ist da unten, wenn du jetzt, genau dort. Er hat Malle noch. Genau, Malle hat er noch. Oh. Das finde ich ja mal gar nicht sexy hier. Beltran Ramirez. War ich finde es einigermaßen sexy, weil das zumindest bedeutet, dass er nicht alles zu mir karrt. Naja, super. Also ich glaube, ich habe eh schon damit angefangen, Toulouse zu verstärken. Ja gut, da bildest du ja sowieso immer alles aus, was sich bietet. Ja, nicht immer. Ich denke halt gerade ernsthaft drüber nach, nochmal zwei Armbrustschützen. Wobei die Schützen zur Verteidigung eigentlich hier kacke sind, weil die schießen ja nicht wirklich, ja. Weil die Zinnenlinien irgendwie zu hoch sind oder so, keine Ahnung. Also ehrlicherweise habe ich... Ja, also besonders gut sind die Schützen in Medieval nicht für die Verteidigung. Es ist immer ganz nett, wenn man ein, zwei Bataillone hat. Sie nützen auf jeden Fall einiges. Also ich weiß noch, das war aber nicht allgemein in Medieval so. Also ich glaube, dass es tatsächlich in dem Stainless Steel Mods ist. Weil ganz ehrlich, in Westeros, ja, da würde ich ohne meine Schützen, würde ich voll abkacken bei Verteidigungen. Ja. Da sind die richtig gut. Aber ich glaube, sie waren trotzdem schon also ja, ja gut, die waren schon immer relativ ineffizient. Richtig, bestimmt, sie waren in Medieval auf jeden Fall nie so effizient wie in anderen oder in späteren Total War Teilen zumindest. Die älteren kenne ich ja nicht, da kann es sein, dass es ähnlich war. Wo sie einigermaßen effektiv waren, war eben bei mir in Third Age. Ja. Da waren sie halt brutal effizient, aber auch nur, weil es halt einfach die Mörderbogenschützen schlechthin waren, die ich halt hatte. Die Elfen, die Elbenbogenschützen. Ja, gut, und die anderen Total Wars, also bei Shogun, gut, da konnte man sie nie so lange einsetzen, eigentlich. Aber sie haben halt brutal reingefeuert. Ja. Also gerade wenn man die Feuerpfeile angemacht hat, dann ging es schon ordentlich zur Sache. Und wenn du bei Rome 2 an Bogenschützen gekommen bist, dann haben die eigentlich auch ganz gute Arbeit geleistet. Die Steinschleuderer leisten da ganz gute Arbeit. Ja, oder die Speerwerfer, wenn sie dann zu nahe kommen. Ja, genau. So. Eskalieren dann auch leicht. Naja, irgendwie müssen sie ihre kurze Reichweite wieder wettmachen. Ja. Wobei ich eh sagen muss, dass die eine ganz gute Reichweite haben. Ich meine, wirf du mal einen Speer. Ja, also, das ist richtig. Und vor allem wirf mal mehrere Speere hintereinander und sei dann noch zielsicher. Also, ich meine, es geht ordentlich in die Arme. Ja, das auf jeden Fall. Wobei unsere Arme ja stahlhart durchtrainiert sind. Natürlich, vom vielen Zocken. Genau, vom Zocken. Oh. Das bin ich. Ja, mach eine Echtzeitschlacht. Genau. wie schaut denn das aus? Ich glaube, du kannst dich eh nicht mal zurückziehen. 1:1. Ja, Rückzug Tatsache. Nicht möglich. Flotten können heroischer Sieg. Unsere Flotten. Er ist verreckt. Saga. Muhaha. Wenn man es einfach nicht kann, sollte man es einfach lassen. Einen Meisterattentäter gilt. Wunderschön, das nehme ich doch gerne. Der König von Schottland ist tot. Es stirbt wirklich jeder. Der Knias von Novgorod ist tot. Der Knias. Den Begriff habe ich auch noch nie gehört. Das Ableben dieses Schurken würde viele Menschen erfreuen und unseren Weg zum Erfolg ebnen. Der Rat schlägt vor, dass er einen Attentäter schickt, um die Reise dieses Mannes ins Jenseits zu beschleunigen. Warum habe ich das Gefühl, dass das irgendwer von den Papststaaten ist? Leo von Arius. Alter, fuck off, Mann. Meine Leute sind so durchgeknallt, ey. Die wollen, dass ich einfach gegen die Papststaaten einen Attentäter schicke. Let's do this shit. Du bist doch eh exkommuniziert. Das stimmt allerdings. Let's do this. Und ich meine, wenn er verreckt, dann wird wieder was in der Staatskasse frei. Oh. Ach ja, mit denen bin ich ja auch im Krieg. Ui, städtische Speermiliz, städtische Armbrustschützenmiliz. Was habe ich denn so an Fernkämpfer? Du hast Miles Pedites. Ja, ich habe zwei städtische Armbrustschützenmiliz und er nur eine. Das bedeutet, da hätte ich schon mal einen Vorteil. Du hast allgemein die viel besseren Truppen wie ja, er. Also den... Echtzeitschlacht! Oder ich gehe jetzt richtig dreist einfach
Und mit der Oberst Bologna. Ja, ja, gut, aber dann fällt er dir den Rücken. Und da ist halt schon ein bisschen was drin. Ich würde sagen, es wird Zeit für die Erde. Aber mach erst noch deine Nachrichten. Ja, genau. Kreuzzug ausgerufen. Die Bibel mag den Frieden predigen. Are you doch wenn das fucking kidding me? Ist es eines jeden Christen? Ach du Scheiße. You have got to be kidding me. So, Leute. Jetzt wird's erst richtig lustig. Alter, ich bin so am Arsch. Ups. Nein, mach nein. Nein, 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 nein. Weil du auf Burg geklickt hast. Ah. Alter, wie viel Ketzertum du da halt hast. Ketzerei, ja, aber es sind doch schon die ganzen Inquisitoren hier. Ja, aber die bringen ja nicht den Glauben. Die bringen ja nur Tod. Sie bringen den Tod. Vor allem, sie verbrennen jetzt wahrscheinlich noch deine Kardinäle. Ich bin Gottes Diener. Jetzt wurde der Kreuzzug gegen mich ausgerufen. Ey, so eine Scheiße, Mann. Das ist genau das, wo ich in der letzten Aufnahme weiß ich, glaube ich, noch, da habe ich drüber geredet, habe ich gesagt, das wäre jetzt noch die übelste Kante, wenn jetzt auch noch ein Kreuzzug gegen dich ausgerufen wird. Tja, man darf sowas nicht zu laut sagen. Scheiß die Wand an, ey. So, kann ich eigentlich vielleicht hier noch einen weiteren Attentäter? Nee. Nein, natürlich nicht. Brauchst neue Wirtshaus. Die Attentäter wollen ja kurz Schnitzel haben. Richtig, ja, genau. Na gut, dann fackeln wir nicht lange weiter. Ein bisschen fackeln wir vielleicht noch weiter, aber nicht sehr viel. Befehle? Gebt den Befehl. Doch, da. Mein Herr, sollen wir einiges zu eins schenken? Weil denen ihre städtische Sperrmiliz alle vollzählig sind und meine nicht. Ja gut, aber das dürfte doch eigentlich trotzdem kein Problem darstellen, die Schlacht, oder? Nö, ich glaube schon, dass du die locker gewinnst. Vor allem habe ich Romuald und Lecke dabei, den ich sehr gut in den Tod schicken kann. Und Ruggiero de Altavilla. Oder, warte mal kurz. Ich guck's mir mal nochmal an. Genau, das war das... Das ist der Signore di Milano. Sehr schön. Aber mach erst noch die Nachrichten vielleicht fertig. Oh ja, stimmt. Das wollte ich tun. Betrug! Kingdom of Portugal. Ja, sehr schön! Der rechte Abschaum hat endlich bewiesen, was viele bereits vermutet haben. Sie sind ehrlose Verräter. Der Rat verlangt, dass sie für diesen Verrat mit ihrem Leben bezahlen sollen, auf dass die Welt erfahre, dass Widerstand gegen uns den Tod bedeutet. Also irgendwie läuft's gar nicht so besonders gut zurzeit. Ich glaube, ich muss dir wohl Unterstützung schicken. Nein, tritt dem Kreuzzug bei. Schluchten. Ja, ich warte jetzt nur drauf, bis der Papst zu mir sagt, dass ich das Bündnis mit dir brechen soll. Ach du meine Güte. Da wird's dann erst richtig lustig und er schickt schon wieder, ey. Ungläubiger. Was ne Scheiße, ey. Ja, vor allem, ich muss jetzt echt aufpassen, da gegenüber... Alter. Okay. Scheiß die Wand an, ey. Venedig, Dänemark, Portugal, Polen, Leon, Ungarn und Norwegen sind sofort dem Kreuzzug beigetreten. Scheiß die Wand an. You done fucked it up. Ja. Aber immerhin Guido de Malta hat das Licht der Welt erblickt. Und Admiral Alberto ist ein competent Sailor dafür, dass er gerade eine heroische Schlacht geschlagen hat. Ja, mein Herr. Naja, der kann jetzt wieder nicht beitreten, weil er einen Stern jetzt schon hat. Uns unsere Flotte volle Segel. Ein Sailor. Warum kannst du ihn fortbilden? Ach so, ja, die Rüstung. Rüstungen, ne? Rüstungen oder vielleicht irgendwie so, hier, wie nennt sich's? Schau mal, was du da noch für eine Benachrichtigung hast. Ja. Diplomatische Informationen. Ach so, komisch. Oh, und Venedig und Heiliges Römisches Reich haben sich gleich mal Waffenstillstand erklärt. Ja. Den Feind her. So, jetzt. Wir schicken sie in die Hölle. Endlich, erste Echtzeitschlacht des Tages. Lang genug hat's gedauert. Aber hallo. So, hast du Platz? Ich hab Platz. Aber warte, du kannst wieder in mich eindringen, wenn du möchtest. Oh ja. Oh, das hat geknackt. Das ist geflutscht, du ganz ohne Gleitcreme. Ja. Falls ihr jetzt euch fragt, was das soll, wir haben unsere Stühle ineinander gesteckt. Ja, die Stühle. Ja, die Stühle. Mehr die Armlehnen der Stühle. Weniger nicht, genau. Haben wir miteinander verschmolzen, damit wir noch näher beisammen sitzen. So ist es. Dass der Ralf mehr Platz hat zum Rangieren und ich nicht allzu weit vom Mikrofon weg bin, damit ihr meine sexy Stimme noch hören könnt. Genau. So. Ja, wobei, Moment, ich mach das, glaube ich, ein wenig... Was sind jetzt die Miles Pelides eigentlich? Sind das jetzt Speer oder Schwertkämpfer? Das sind Schwertkämpfer.
Weil die haben da auf dem Bild, sieht es nämlich wie ein Speer aus, so ein bisschen. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass es trotzdem Schwertkämpfer sind. Ja, wir können ja nochmal schauen. Ja. Soldaten. So. Das sind auf jeden Fall meine Geheimwaffe dann. Wir werden eh den Feind abschlachten. Alter, wie viel Kavallerie du halt hast. Aha. Als italienische Fraktion, weißt du. So, jetzt schauen wir mal, was die sind. Wie ist halt schon noch ziemlich angeschlagen, leider. Ja, gut. Also es geht, aber es geht, ja. Schau dir mal die Melespiditis an. Ja. Na, das sind Schwertkämpfer, sehr nice. Sehr gut, mein Herr. Das bedeutet, sie werden sie abschluchten. Oh, das sieht gut aus. Ein kleiner Hügel gibt dir einen taktischen Vorteil. Aber jetzt, wo wir diesen Part hier so schön aufnehmen... Oh, wir haben gerade 80 Frames, Alter. Was geht denn ab? 90. Ui. Das ist man ja gar nicht gewohnt. Was ist da los? Was hat da gespielt? Ganz nass kein Hitlerbild. Das stimmt nicht ganz, das ist nicht wahr. Im Keller hängen noch ein paar. So, genau. Ja, Moment, die stelle ich hier so ein bisschen außenseitig hin, dass die hier sie in den Kampf verwickeln können. Und ich mit denen dann... Deine Armbrustschützen feuern schon. Dass die nie nachgeladen haben am Anfang der Schlacht. Ich finde das so gay. Ja, das stimmt. Das ist echt ein bisschen dämlich. Ja, voll. Na gut, aber seine müssen dafür auch nachladen. Was ich gerade sagen wollte, jetzt wo wir hier so schön sitzen und du so schön die Schlacht führst, wie sieht es denn eigentlich aus mit Attila? Das wollen ja unsere Zuschauer sicher auch... Attila, ja. Ich habe es mir noch nicht besorgt, aber... Kannst du ja auch besorgen. Nein, danke. aber es steht ganz oben auf der Agenda und wird wohl... Ich werde mich wohl auf jeden Fall dieses Wochenende noch hinsetzen und mal schauen, dass ich das käuflich erwerbe. Also wie gesagt, ich habe es ja, über MMOGA gekauft, über den Social Login, weil du kannst dich über Steam da einloggen. Ja. Musst du keinen Account dort erstellen, was ich cool finde. Okay. Du kannst dann auch über Steam quasi kaufen. Also mit PayPal. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Kredit oder wie auch immer, Kreditkarte. Und, boah, es ist geil, jetzt geht gerade die Sonne unter im Spiel. Ja, das sieht zwar nice aus, aber ich finde es gerade ein bisschen ungeil, muss ich sagen. Wenn ich jetzt fast nichts mehr sehe. Das hatte ich noch nie, dass ich die Sonne unter im Spiel. Versuchen die Helligkeit des Bildschirms zu machen. Ja, wir spielen heute auf meinem Fernseher. 32 Zoll bietet er uns. Ja, und ein wunderschönes Bild. Stochenscharf. Das ist jetzt ein bisschen ungeil. Okay, also Attila wirst du dann dieses... Also wie gesagt, bei MMOGA, ich habe es halt für... Weil am Wochenende ist es ja immer im Deal. Mhm. Für 25 Euro habe ich es mir da geholt. Okay. Das ist okay für mich. Verdammt. Ja genau, die reiten auch noch rein. Ja. Ich fürchte, das wird jetzt der allgemeine Das heißt Ansatz. Also, dass wir nächste Woche mit Attila starten können, rein theoretisch. Theoretisch? Sounds like a plan. Sounds like a good plan. Freuing myself schon very much. Hui. Da schwuppt's ja ganz schön über. Ja. Kannst du immer mal wieder dein Emblem benutzen, um zu sehen, wo sich die Feinde... Stimmt, das könnte ich... Das hat, glaube ich, auch einen Hotkey. Ah, ne. Okay. Hui. Das ist nicht cool, das ist nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool. Nicht mein General. Shit. Pass auf, deine Ambossschützen feuern auf den. Aber du musst sie zum Schweigen bringen. Ja. Okay. Also jetzt sind ja auch lustigerweise die Prolog-Parts sind ja jetzt auch aufgebraucht. Aha. Also wird das nächste Woche habe ich jetzt noch einen. Also wenn ihr diesen Part hier seht, müsste der letzte Prolog-Part von Attila von draußen sein. Okay. Da wo Kaiser Valens peinlichst zu Boden gezerrt und getötet wird. Nee. So,
kommt jetzt ein schöner Charge von hinten. Jawohl. Auf das der sichere Sieg umgewandelt wird. Sein Charge kommt aber auch, ne? Ja, das ist kein Problem. Das können wir gleich wieder heben. Pass halt auf, dass der Ruggiero nicht stirbt. Und bereite noch seine Dingens. Hinten seine Armbrustschützen sind da noch. Wir sind gesegnet. What, sagt ihr schon? Der feindliche General ist tot. Ach, wir haben den Idioten zur Hölle geschickt. Ah, sein Idiote. Okay. Hier würde ich mal auf einen Charge da hinten vorbereiten. Das war ein peinlicher Abgang für ihn. Der feindliche General wurde zu Boden gezerrt und getötet. So muss ich stelle es mir halt bildlich vor, wie sie ihn so von seinem Pferd so runterziehen, ihn so auf den Boden werfen und dann alle so auf ihn einstechen. So, da hinten kämpfen sie schon bis zum Tode. Sehr peinliche Vorstellung da. Ja, da fliehen schon wieder welche. Sehr schön. Ach, schlachte sie ab. Sie sind Tiere und wie Tiere werden sie abgeschlachtet. Den Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Zerrüttet. So, es ist an der Zeit, jedem feindlichen Bataillon ein Kavalleriebataillon zuzuordnen. Auf das wirklich jeder bis auf den letzten Mann abgeschlachtet. Der Allmächtige sei gepriesen! Unser Feind hat nicht mehr den Mumm zu kämpfen! Den Mumm. Wir müssen unseren Vorteil nutzen! Deinen General kannst du auch noch worauf ansetzen. Ja. Die kämpfen noch zum bis kämpfen, zum Tode. Genau. Also eine Armbrustschützen drauf schicken im Nacken. Ah! Wieder. La Vitonius Questra! Halatake. Ja, gut. Sizilianisch-normannische Ritter. Die sind nice. Die sind ziemlich mächtig, ja. Oh. Da sind ja noch richtig viele von da. Ja, ich geh mal hin. Sowieso noch der General dran. Der kümmert sich da 1A drum. So, das sah doch ganz passabel aus, was hier jetzt bei rumgekommen ist. Und der Weg nach Bologna ist geebnet. Ja. Kannst direkt weitermarschieren und den Papst einkreisen. Der Papst ist, glaube ich, noch. Du bist eh eine extreme Gefahr für den Papst. Ah, das glaube ich nicht. Weil von Norden und von Süden umringst du ihn jetzt dann. Aber der Papst ist, glaube ich, einfach von der reinen Manneskraft zu stark aufgestellt. Ich glaube, gegen den werde ich keine Gefahr darstellen. Gegen den wirst du französische Hilfe brauchen. So schaut's aus. Ach komm schon. Aber sie sind über die magische Linie hinaus. Ja, sie können nicht mehr verfolgt werden. Ja, Spielstopp, Leute. Nee, aber ich werde dir parallel zu meinem Englandfeldzug werde ich dir definitiv so viel Manneskraft noch zur Verfügung stellen, wie ich kann. Okay. Weil ich meine, ich kann es mir ja leisten. Das ist das ein klarer allerdings. Sieg. Wie ihn nur so. Männer von großer Tugend. Verhältnis 1:1. Eindeutig. Ich spreche Spanisch zu Gott, Italienisch zu den Frauen, Französisch zu den Männern und Deutsch zu meinem Pferd. Karl der V. von Frankreich. Ich würde mal sagen, Lösegeld würde sich gar nicht mal so... Ja. Sehr schön. Ja, sehr schön mehr oder weniger. Sitzen sie halt das da ist drin. Halt richtig ärgerlich, ja. Gebt den Befehl. Aber mein Herr, sollen wir dafür kann ich sie ja belagern. Früher oder später werden sie aufgeben, mein Herr. Brauche ich überhaupt so viele auf den Mau... Ja, wobei doch. Warte, wie ist es so? Genau so funktioniert es nicht, aber so funktioniert es. Wir haben sie lagern. In der Halle, mein Herr. Also es ist sowieso nur eine Stadt, ne? Ja, keine. Ja. Nee, ist keine Burg. Keine Burg, das heißt, brauche ich wirklich zwei Ramböcke? Wir schicken sie in die eigentlich Hölle. Nicht, würde ich sagen. Ich würde zur Sicherheit eigentlich schon lieber.
Ja, gut. Ja, nee, befehlt es. Wenn ich sage, ganz ehrlich, also wenn mir da ein Rambock angezündet wird, dann falle ich vom Glauben ab. Mein, er hat du wirst lachen, mir ist schon öfter passiert in meinem ersten Let's Play von Medieval. Ja, es kann schon passieren. Ah, da ist der Papst. Der Papst. Pope Alexander. Der 15. Der 15. genau. Gut. Kommt er gleich und prügelt mit seinem Kruzifix auf Pisa ein. Genau. Nee, auf Tunis. Oh Mann, Tunis. Ich weiß nicht, ob es sich überhaupt noch lohnt, hier dann... Naja, jetzt warte erstmal ab. Die Kreuzzugsarmee, die brauchen ja eine Zeit, bis sie da sind. Ja, und außerdem ist Tunis eine Burg, das wirst du wohl verteidigen können. Pff, mit dem hier? Nein. Also das sehe ich, also wenn die da, wenn die da tatsächlich ordentlich rankommen, dann wird das ja, ein Ding der Unmöglichkeit. Schau's da mal. Jetzt machen wir es auf jeden Fall erstmal so, dass wir den Part beenden, weil wir sind nämlich leider am Ende. Ja. Nicht die Folge, nicht die Runde. Schließt euch dem Kreuzzug an. Ja, liebe Freunde, ob ich das tue oder nicht, verrät uns das Licht beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Together Medieval 2 Total War Stainless Steel. Mit Ralf und Max. Bis dahin, ciao Leute. Ciao.